War eine abscheuliche, eine feige Messerattacke, bei der ein Mensch zu Tode gekommen ist, ermordet worden ist. Und deswegen sind meine Gedanken zuallererst bei den Angehörigen, bei den Verletzten. Ich wünsche ihnen vollständige Genesung. Das Motiv dieser Tat ist nicht abschließend geklärt. Die zuständige Bayerische Staatsanwaltschaft wird dazu heute noch eine Presseerklärung abgeben. Und ich möchte von Berlin aus der Ferne keine Spekulationen über die Motive anreichern und bewerten. In jedem Fall für die Opfer ist das Motiv gleichgültig. Es ist eine schreckliche Tat. Für Konsequenzen anderer Art ist die Motivation natürlich trotzdem wichtig. Aber ich halte es auch für wichtig, dass erst darüber vollständige Klarheit entsteht. Der Täter ist identifiziert, er ist deutscher Staatsangehöriger. Er stammt aus einem anderen Bundesland und alles Weitere werden die weiteren Ermittlungen zeigen.